Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind auf Macmillan unterwegs und wir spielen mit der neuen Survivorin und zwar Yunjin Lee. Wahrscheinlich habe ich ihren Namen gerade komplett falsch ausgesprochen. Ah, es ist der Oni. Okay, dann renne ich mal rüber. Wenn er von der Seite hier gekommen ist, dann werden wir vielleicht jetzt hier drüben schön den Generator machen und die Lori kommt hinterher, so wie sich das gehört. Lori, come on, Gen Rush jetzt. Also, wir sind mit der neuen Survivorin am Start. Haben natürlich ein hübsches Outfit ausgewählt. Ich finde es so schade, dass man bei diesem Outfit leider die Haare nur zu diesem Outfit nehmen kann. Also, das ist wieder so ein Outfit, was halt zusammengehörig ist und wo man das nicht mit anderen Outfits kombinieren kann, finde ich immer sehr schade. Gerade, dass man die Haare nicht halt separat noch aufpacken kann. Nun gut, okay. Ansonsten, wir haben den Sprint-Boost dabei. Das werdet ihr ja schon mitbekommen haben. Der Killer hat auf jeden Fall schon mal Ruin drauf. Wenn die Kate jetzt nicht in unsere Richtung rennt, damn son, komm mal, wir gönnen uns aber. Zieh durch jetzt. Oh, Ehre. Ansonsten, Observierung ist noch mit dabei. Überholspur und wir werden ewig geiern. Leider allerdings nur auf Stufe 1. Aber hey, wir machen das Beste draus. Dort, kein leuchtendes Totem. Ja, der Killer hat ja, wie wir gerade gesehen haben, hier Ruin dabei. Drüben habe ich es halt bemerkt. Ja, Observierung. Ihr kennt es ja, wenn ich im Terrorradius des Killers bin, bekomme ich Token. Und wenn ich diese Token habe, dann werden normale Skillchecks zu großartigen Skillchecks. Und Überholspur, das ist eines der neuen Perks, die durch sie jetzt mit ins Spiel reingekommen sind. Immer wenn ein Überlebender an den Haken kommt, bekomme ich 3 Token. Jedes dieser Token kann zu 1% Generatorenfortschritte beitragen, wenn ich einen großartigen Fähigkeitscheck ablege. Und da zählen auch die großartigen Fähigkeitschecks der Observierung mit rein. So, sie hat Verwandt dabei. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und wir sehen, dass der Oni in die Richtung. Ah, ne, doch nicht. Jetzt denkt er sich im Kreis gehen. Macht schon sehr viel Spaß. Sieht gerade so aus, als ob er nicht wirklich weggehen will. Nö, er ist immer noch dort. Okay, wenn wir jetzt einen campenden Killer haben. Na, jetzt kommt er so langsam aber sicher aus den Latschen. Und geht wieder zurück. Hat die zufällig auch? Ne, das wird mir angezeigt werden, ne? Hab erst überlegt. Ja, Tunnelpunkt-Exe jetzt auch noch am Start. Ich gehe mal hier an den Generator ran. Wir haben eine Obsession, das heißt, er hat gerade ein bisschen Sorge wahrscheinlich, dass der Strike im Spiel ist. Ich kann mit Wir werden ewig geiern Leute schneller aufheben. Na komm, der Gen ist eh noch nicht so weit. Ja, hat sich leider nicht so wirklich gelohnt, hierher zu kommen. Außer vielleicht für die Observierungsstacks. So, er eskaliert. Er geht aber trotzdem nicht weg. Okay, doch, er geht weg. Okay, dann der nächste Geier-Stack. Mir fällt gerade mal auf, ich habe irgendwie viele Fähigkeiten dabei, wo ich irgendwelche Stacks bekomme. Außer bei Sprint-Boost halt. Ansonsten überall immer. Jetzt gib mal hier einen Stack fürs Retten. Sorry übrigens für die Lags, Leute. Das liegt nicht an euch, es liegt an DBD mal wieder. Okay, ich kann dich aber schneller aufsammeln, wenn du am Boden liegst. Von daher alles easy. Das Slugging Game ist jetzt stark in ihm. Andere Person wurde auch verletzt. Ne, halt doch nicht. Doch. Glaub, du solltest rennen. Dann rennen wir auch noch mal rüber. Wie gesagt, durch wir werden ewig geiern. Das haben sie ja ein bisschen geändert. Habe ich eine erhöhte Heilungsgeschwindigkeit, wenn Leute am Boden liegen. Aber die hat sich sowieso schon fleißig aufgerafft hier. Observierungstoken sind wieder leer. Ja, man könnte jetzt natürlich wieder mal so ein Setup machen. Da, diese Lags meine ich übrigens. Es liegt nicht an euch, es liegt auch nicht am Video. Es liegt an DBD. Denn diese Mini-Lags sind leider bei mir wieder am Start. Kotzt mich ein bisschen an, weil die waren ja schon mal gefixt und jetzt sind sie mit der neuen Version wieder ins Spiel reingekommen und auf dem PTB waren die ja auch schon. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die nicht mehr rausgenommen wurden. Aber ja gut, was will man machen? Kann man jetzt leider auch nicht mehr ändern.
Okay, dann wollen wir mal. Wenn ich jetzt meinen großartigen Skillcheck schaffen würde, tada, dann hört ihr dieses wunderbare Geräusch und wie ihr seht, sind 6% Generatorenfortschritt draufgekommen. Ich persönlich glaube nicht, dass die Fähigkeit so heftig stark ist, dass sie in die Meta reingehen wird. Ich meine, lassen wir uns mal überraschen. Wenn jetzt alle 4 Survivor das mithaben, ja, kann das schon mal ein bisschen was ausmachen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass es sich durchsetzen wird. Da kommt er. Okay, er hat mich nicht gesehen oder er wollte mich nicht sehen. Wie dem auch sei. Der andere dreht da gerade eine Runde. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Oh, schön ausgewichen. Interessiert ihn auch nicht, dass ich hier am Generator weiter bin. Oder er hat es noch nicht gesehen. Eins von beiden wird es wahrscheinlich sein. Ja, ich zieh durch. Ich zieh durch. Gib mal Skillcheck, Merkel. Oh, oh. Und da muss ich aber mal ganz schnell weg jetzt, leider. Okay, der Oni bleibt da hinten. Ich hoffe, dass die andere mit Verwandt irgendwie Ansage macht. Oh, oh. Sieht wieder nach Camping aus, oder? Da ist ein Gen, hier bei mir ist noch ein Gen. Ich glaube, der andere... Was ist er denn? Ah, okay. Hat er meine Haare gesehen? Nein. Schwenger. Ich zieh durch. Ich riskier's. Katie, du musst leider abhauen. Ich habe noch einen Sprintboost. Lauf du mal so. Oh, Lag. Geilsten ist immer, wenn man die Lags bekommt, wenn man einen Skillcheck machen will. Vielleicht hat sie ja Adrenalin dabei. Sie wird auf jeden Fall getunnelt. Deswegen würde ich jetzt versuchen, mit an den letzten Gen zu gehen. Wenn ich wüsste, wo der ist. Hallo, letzter Gen. Da, okay. Gehe ich da mal eben schnell mit ran. Wenn sie an Haken rankommt. Ich brauche nur einen Skillcheck, dann kriege ich schon mal wieder 6% obendrauf. Hier hat keiner dran gewerkelt. Was machen die anderen beiden denn? Je länger die Runde wird, desto schlimmer werden die Lags übrigens. Bei mir ist mir mal aufgefallen. Freut man sich schon auf die Legion oder die Freddy-Runden? Ah ja, wir haben sie noch rechtzeitig gerettet. Okay, da kommt der Bengel. Warum schlägt er einfach? ETF. Sollte sich nicht ausgehen. Nee. Ah, das sollte sich auch nicht ausgehen, der U-Turn. Hab mich verloren. Und weg ist er. Okay, krass, dass niemand Ruin gefunden hat irgendwie, oder? Von Anfang an jetzt hier Ruin drauf. Da ist das leuchtende Todemeer. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass Ruin hier ist. Ja, ich nehme es mal für die Punkte weg. Ich hoffe, dass die anderen Leute drüben schon fleißig werkeln. Ich meine, gut, jetzt ist der Bam Bam rüber geflitzt, ne? Dementsprechend kann er natürlich sein, dass die da jetzt wieder panisch von den Generatoren weg sind. Aber die anderen beiden Gens sind ja auf den anderen Seiten, auf der anderen Seite. Da ist er wieder. Er ist nicht mehr eine Fähigkeit. Dann drehe ich mal hier die Ehrenrunde. Oh, er ist reingegangen. Dann kriegen wir hier schon mal ein bisschen Zeit raus. So. Jetzt habe ich perfekt den Sprintboost ready. Aber er hat direkt die Verfolgungsjagd aufgegeben. Merkwürdig. Okay. So ist es halt. Das heißt, das nächste Mal, wenn er hierher kommt... Ah, die Kate ist wieder... Die Kate ist wieder im Fokus, Leute. Wie gefällt euch das neue Chapter im Großen und Ganzen? Die Survivor, Rim, der Killer, die Skins und so weiter. Also ich finde,
Der Killer macht wieder mega Laune. Wir haben gestern im Stream ein bisschen mit dem Trickster gespielt. Vorgestern haben wir direkt Survivor gespielt. Und ja, gestern dann halt ein bisschen mit dem Killer. Die Lobbywartezeiten sind halt aktuell relativ hoch, weil natürlich viele Leute auch den neuen Killer ausprobieren möchten. Dementsprechend dachte ich mir heute so, okay, am Morgen dauern Killer meistens sowieso was länger. Dann versuche ich heute mal mein Glück mit der guten Junjin. Junjin, ich weiß halt nie genau, wie dieses Y ausgesprochen wird, Leute. Oh. Easy peasy, lemon squeezy. So, der Schlingel kommt natürlich hier rüber gerannt. Oh, muss los. Woo! Hat der Sprintboost mir etwa gerade mein Leben gerettet? Ja. Definitiv. Oh, den muss ich ziehen. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Wurde an dem Ausgang schon gewerkelt. Ich habe gesehen, hier vorne ist jetzt jemand lang gelatscht. Da wird jemand gejagt. Problem ist halt... Na, ich gehe rüber und mach dort auf. Es sei denn, wahrscheinlich ist die andere jetzt schon dort. Aber es macht mir gerade ein bisschen Panik, dass da... der Dampfexpress am Start ist. Hier ist niemand dran. Wo ist denn die Person hingegangen? Manchmal fühlt man sich von seinem Mate so ein bisschen verarscht. Leuchtet das Totem da hinten? Ne, das ist nur... das ist gar kein Totem, ne? Das ist nur durch die Tonne, glaube ich. Wird nur ein Grashalm, glaube ich, angeschienen. Okay, Observierung tickt noch nicht hoch. Dementsprechend... ah, jetzt. Oh, oh. Ich zieh durch. Ich zieh durch! Kann ja eh noch einen Hit tanken, notfalls. Naja, ich werde ihm aber keine Points mehr geben. Sorry. Tut mir leid, Meister. Oh, doch, er gönnt sich nochmal. Aber ich will nicht noch jetzt irgendwie eine Jagd verlieren oder so. Habt ihr diesen Fehler übrigens auch? Hier, guck mal bei mir jetzt, wie schnell die ganzen Sachen sind. Alles mega auf Speed jetzt. Klapp, 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 klapp. Ploppt da alles auf, Alter, richtig am Abspacken. Also sie ist auch so gut wie... sie ist die letzte, ne? Ja, okay, sie fehlte noch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Fähigkeiten und so rüber hover, guck mal hier, wie das ausrastet da, dieses... da oben der Rauch. Keine Ahnung. Auch so ein Fehler, der sich jetzt irgendwie eingeschlichen hat. Wir hatten Ruin drauf, das wussten wir. Wir hatten den schlampigen Schlachter drauf, das wusste ich tatsächlich, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube, ich hätte es beim Heilen eigentlich merken können, weil ich habe ja mal ein paar Leute befummelt. Ich selber war gar nicht verletzt. Dann Blutecho war noch mit drauf, habe ich auch gar nicht mitbekommen. Interessant. Und zu guter Letzt, der Schattengeborene, GG auf jeden Fall. Können wir mal hier eben reinschreiben. Ja, das war eine wunderbar schöne Runde DBD mit der guten Junjin Lee. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst ja, was zu tun ist. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das neue Chapter so findet. Wann ist denn die Person nochmal gestorben? Ah, doch, eben am Ende ist ja ein Haken rangekommen. Ja, stimmt natürlich. Ja, ja, ja. Aber die hat die Runde scheinbar eh nicht ganz so viel gemacht. Geliehene Zeit, verwandt, wir schaffen das Einflussfilm. Stimmt, die war ja eben am Ende nochmal drangekommen. Zweimal den Strike am Start gehabt. Ja, gut. Leute, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Danke an Melanie Packard, Tossi und Mugge. Und wenn auch ihr Kanalmitglied werden wollt, hier habe ich einen Link für euch. Ich bin raus. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.